Hey Freunde! Hallo! Ich bin wieder back und ich habe neue Gewichte in der Vario. Miau! 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 Lack, fahr doch! Guck, wie dreckig meine Griffe sind einfach. Digga, die waren ganz normal rot. Und meine Hände auch noch. Weil ich ja. Läuft die GoPro überhaupt? Ja. Die ganze Zeit mit Ölfingern die Testfahrten gemacht habe. Junge! Das ist doch nicht normal, Alter, wie schnell. Wow, ich merke gerade, der ist falsch rum, der Griff. Guck mal, der und guck mal, der. Ich drehe den mal irgendwie so um. Oh, was war das jetzt? Gott, Junge, ich dachte, jetzt wäre mein Gaszug gerissen. Okay, ich lasse lieber. Ich lasse ihn einfach so. Scheiß drauf. Ich dachte, mein Gaszug ist jetzt im Arsch. Oh, Junge, kann ich meine ADS rauslassen? Ja. Bruder, einfach flugbereit und Gleiterin. Ich habe so ADHS, Digga. Ich muss ein bisschen mein Helmfach, Digga. Scheiße, ich habe mein Helmfach auf dem Kopf. Helmvisier aufmachen. Ja, komm, jetzt fahre ich einfach. Tschüss. Gucken, wen oder was wir hier anschreien können. Hey. Hey, du da. Boah, es ist so heiß, Digga. Ich habe lange Hose und Pulli an, Digga. Wie dumm, Alter. Ich könnte die Omas anschreien. Oder den Opi. Digga, wie der geguckt hat. Das letzte, Alter Junge, chill doch mal. Das letzte Video ist bei euch sehr gut angekommen. Also null Dislikes, so wie bei fast jedem Video. Das ist schon echt krass. Ein Support, wenn ihr mir da übergebt oder ob ihr euch dabei übergebt. Korrekt auf jeden Fall, dass ihr da so einen Support da lässt. Boah, warum bremst der immer? Die Bremse, der Bremszylinder geht irgendwie nicht richtig zurück, obwohl ich eine brandneue Bremse drin habe. Boah, Bruder, Calcanio, so dreckig. Schreibt mal in die Kommentare, was das sein kann. Ich fahr geradeaus. Schreibt mal in die Kommentare, was es sein kann, dass mein Roller selbstständig bremst. Ich habe echt keinen Plan mehr, was es sein kann. Also jetzt ist es wieder weg, aber wenn ich nachher Bremse trete, was für Trete, Digga, wahrscheinlich Bremse treten, oder? Dann hält das einfach zu. Dann bremst er dauerhaft. Ich bin die ganze Zeit vorhin ohne Kennzeichen mal wieder gefahren. Für die Probefahrten. Da bin ich zwar nur durchs Dorf gefahren, aber trotzdem, der Postbote von uns hat mich schon angesprochen, wo denn mein Kennzeichen sei und so. Ja, und dann meinte ich halt, ja, ich mache nur Probefahrten. Ich meine, ja, da muss trotzdem eins dran. Kleine Huren. Tschüss! So, weiter geht die Reise. Boah, Bruder, fast Topspeed gehabt, jetzt kommt hier einer, Digga, weißt du? Topspeed, los! Freunde! Guckt euch bestimmt, warum ich wieder hier lang fahre, wie gerade schon. Ich habe gerade jemanden abgeholt und es sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen. Und jetzt habe ich den wieder dahin gebracht. Jetzt fahre ich nochmal hier nach Hause. Und boah, jetzt fahren wir mit 30 durch den Ort, Junge. Vielleicht mache ich nachher noch was mit Marco. Da der Roller jetzt am Freitag wahrscheinlich abgeholt wird. Und ich dann keinen Roller, bis auf die JetForce, keinen Roller habe. Die JetForce ist ja von meinem Bruder. Hättet ihr dann Bock so mäßig auf Autovlogs oder wäre das nicht so? Weil einer hat dann in die Kommentare geschrieben unter dem letzten Video, dass Autovlogs so wie so Chabo-mäßig so übel bocken würden. Nö. Deswegen frage ich jetzt nochmal so die Allgemeinheit. Wird das bocken, wenn wir Autovlogs machen oder nicht? Also so halt im Auto ganz normal mit GoPro auf dem Kopf. Oder jemand hat mich angeschrieben heute auf eBay, ob ich nicht gegen sein Schaltmoped tauschen würde. Der hat eine Aprilia SX50 und die würde er gegen mein Moped tauschen plus 300 Euro Aufpreis oder so. Und das wäre natürlich auch schon ganz geil. So eine Aprilia, so ein Schaltmoped und damit dann Videos machen. Die läuft glaube ich ungefähr 70, 80 oder so, ich weiß nicht ganz genau. Die könnte man da ja noch mal schneller machen. Was hasselt er denn jetzt so? Die könnte man dann ja noch mal schneller machen oder so. Irgendwie, weiß ich nicht, neue, anderen Vergaser, 21er Vergaser oder so. Und dann könnte man damit ja Vlogs drehen, aber... Ja, ich weiß nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren entscheiden, soll ich den Roller einfach verkaufen und wir machen Autovlogs oder... Soll ich mir das Schaltmoped holen? Schreibt es in die Kommentare. Auto oder Schaltmoped. Dann gucke ich, dass ich mit dem irgendwie geregelt kriege, dass ich irgendwie mit keine Ahnung, 200 Euro Aufpreis plus den Roller gegen sein Moped tausche. Und wenn er hier vielleicht von der Umgebung kommt, könnte man ja mal mit ihm zusammen Videos drehen oder sowas.
Weißt du, dann habe ich so den Vorbesitzer vielleicht als Kollegen oder so. Das wäre auch ganz geil, weil der kennt sich ja schließlich dann am besten aus mit der Karre. Ich ziehe die ganze Zeit die Griffe ab, Digga. Ich, keine Ahnung. Warum, Digga, die sind so dreckig, Junge, krank. Ja, das ist auch so ein Schaltmoped, aber ein 125er ist das. So, ich fahre jetzt erstmal wieder gediegen nach Hause. Der ist so leise, man. Ich weiß gar nicht, ob der an ist, Digga. Also man könnte denken, der ist aus, aber... Das ist einfach der schwulste Ori-Auspuff, Digga. Digga, das ist so kacke, ne? Gottlos. Aber mit den neuen Gewichten läuft er tatsächlich besser. Habe ich das Gefühl. Der fährt auch wieder normal 80. Vorhin habe ich auch mal 90 geschafft. Wenn ich hinter einem LKW herfahre, dann habe ich auch extrem Windschatten natürlich. Dann zieht er natürlich auch noch ein bisschen. Oh Gott, es ist hügelig hier. Dann zieht er ja auch noch ein bisschen. Boah. Junge. So, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, immer gerne Daumen nach oben, ihr wisst. Und jetzt eine kleine Anmerkung noch. Ich stream... Digga, was ist das? Ich streame jetzt seit neuestem auf Twitch. Und der Link ist in der Beschreibung. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr mich da noch unterstützen könntet. Ich würde auch gerne einen Prime-Sub da lassen. Hätte ich tatsächlich auch nichts gegen. Was macht der denn? Warum bremst du denn? Hä? Bruder, da war ein 5 Meter Platz, ja. Also mich würde es extrem freuen, wenn ihr an meinem Twitch vorbeischauen würdet. Ja, jetzt habe ich hier gerade, vielleicht sieht man es auf der Kamera, eine V-Klasse hinter mir. Das ist natürlich schon ziemlich sass. Also, Link ist in der Beschreibung, checkt das gerne aus, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann, da gibt es jeden Abend oder jeden zweiten Abend gibt es dann Livestream. Und ich versuche da die 200 Follower zu knacken, ich habe jetzt schon 113 oder so, oder 115, ich weiß nicht ganz. Und dann, ja, könntet ihr mich da ja mal auf Ehrenbruderbasis unterstützen. Einfach mal ein Follow da lassen, vielleicht da die Benachrichtigung aktivieren. Und bestenfalls dann noch zuschauen. Das würde mich riesig freuen. Also schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Video. Tschüss.